Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Okay, dieser Anfang war echt komisch. Ich habe mich heute mal wieder gewogen und ich wog irgendwie 74,8. Also wirklich krass. Voll wenig. Das ist es halt. Man sollte sich wirklich jeden Tag wiegen und dann daraus den Durchschnitt nehmen, wenn man irgendwie jetzt auf das Gewicht gucken möchte. Ich habe auch gestern einen Kommentar gelesen. Ja, Amir, wie verhält sich das Gewicht bei dir? Nimmst du gerade zu oder ab? Oder wie machst du das? Eigentlich wiege ich mich jeden Tag. Aber aktuell habe ich das halt ein bisschen verplant und sowas und jetzt habe ich mich mal heute gewogen, 74,8, war ein bisschen schockiert. Deshalb muss ich umso mehr mit der Ernährung ein bisschen klarkommen und mehr essen und dann läuft die Sache wahrscheinlich. Denn im Training läuft es ziemlich gut, nur die Ernährung ist halt nicht so Bombe, wie sie sein sollte. Deshalb bin ich heute gespannt, wie es bei den Kniebeugen wird. Ich versuche heute 110 5x5 zu machen. Ich wollte 105 machen und dachte ich so, komm, mach direkt 110. Aber natürlich gucke ich einfach auch im Satz, wie ich mich fühle, wenn ich merke, ich fühle mich nicht so gut, mache ich 105. Wenn ich fühle, ja, es geht heute was, mache ich 110. Ganz einfach. Heute werden wir den neuen Triple X, den 2016er, da gibt es ein neues Design und da sind auch ein paar Inhaltsstoffe anders, den werden wir heute testen. Triple X ist momentan irgendwie auch einer meiner Lieblingsbooster, neben Alpha Drive Extreme. Also mal gucken, wie der Triple X ist, bin gespannt. Ich will wie immer hier am Anfang nicht so viel labern, damit ich auch nicht zu viel laber. Ergibt Sinn, ne? Bei Kraftwerk sehen wir uns wieder. Da wären wir auch schon im Kraftwerk angekommen. Ja, Kniebeugen standen auf dem Plan. 110 Kilo habe ich mich dann doch getraut zu machen. Also was heißt getraut? Es war jetzt nicht so schwer. Aber es war jetzt auch nicht so einfach. Aber ja, es lief ganz gut. 5x5 habe ich geschafft. Kann ich ja schon mal sagen. Ich habe zwei Sätze aufgenommen. Einmal den ersten, einmal den dritten Satz. Ich habe einfach mal den Gürtel genommen. Ich war ja beim Kniebeugen bei 122 Kilo, 5x5 glaube ich, oder 125, weiß ich gar nicht mehr. Ja, es hat sich auch mal in irgendeinem Vlog, damals schon länger her, wo ich das noch im System hatte, da war ich bei 120, 122,5. Deshalb waren die 110 jetzt auch nicht so schwer, aber ich muss halt echt noch reinkommen. Und ja, war aber auf jeden Fall in Ordnung. Hab mich sicher gefühlt von der Technik her, ja, finde ich auch ganz in Ordnung. Ich squatte ja jetzt immer in diesem Rack hier unten im Kraftwerk Athletics, da im CrossFit-Bereich. Ja, war mega nice. Dann habe ich einfach mal die einbeinige Beinpresse wieder mal gemacht, seit langer Zeit. Ich hatte ja immer jetzt dieses Assistant Dip Machine. Da hatte ich das ja immer einbeinig einfach gemacht. Aber ja, dann habe ich einfach mal diese Maschine gemacht, die Beinpresse von Hammerstrength. Da kann man halt das Gewicht draufladen, so mit Scheiben. War mega nice. Ich fange mal mit links an, mit dem linken Bein, weil mein linkes Bein schwächer ist. Und dann ziehe ich einfach mit dem rechten nach. So, halt wenn ich 10 Reps geschafft habe mit dem Gewicht, mit dem linken Bein mache ich dann mit dem rechten Bein auch 10 Wiederholungen. So mache ich das eigentlich immer, wenn ich dran denke. Bei dem Bein denke ich immer dran, weil ich weiß, dass mein linkes Bein schwächer ist, aber ja. Und dann habe ich geschrecktes Kreuzheben gemacht mit Kurzhanteln und hier sieht man einfach, ja, in dieser Perspektive sieht man, wie ich die Spannung halt im Gluteus und im Beinbeuger aufbaue, wenn ich nach oben gehe. Also schön komplett alles anspannen, halt den Arsch, sag ich mal. Und genau, 25 Kilo habe ich aufgenommen. Ich habe mit 30 weitergemacht, ich habe mit 25 weitergemacht. Blödsinn. Ja, weil ich dachte, ich habe es lange nicht mehr gemacht, deshalb lasse ich das Gewicht erstmal so ganz entspannt. Habe so 8 bis 10 Wiederholungen gemacht, mit dem Gewicht habe ich glaube ich 10 gemacht. Und ja, nächste Woche nehme ich ein bisschen mehr und gucke, was abgeht. Dann Waden, die habe ich wieder mal an der Hackenschmidt von Hammerstrength gemacht im Stehen. Genau, einfach pyramidenmäßig hochgegangen, das Gewicht immer weiter erhöht, zu 8 Wiederholungen, das war es auch schon, das war mein Training. Nach dem Training gab es noch einen kleinen Smoothie, viel Spaß mit dem weiteren Video. Das war das Training, was ihr gesehen habt und war mega geil. Kniebeugen waren relativ schwer, schwerer als gedacht, aber ging noch fit. Jetzt gibt es bei mir erstmal meine geliebte Nudeln- und Linsen-Mahlzeit. Hier einmal Nudeln und Linsen, das sind 195 Gramm Nudeln und 137 Gramm rote Linsen. Und ein bisschen Molokko für Zucker und so nach dem Training. Ich wurde auch voll oft gefragt, wie ich diese Nudeln mit Linsen mache, wie das Rezept dazu ist. Ich lasse einfach rote Linsen und Nudeln in einem Topf zusammen kochen. So nach 8 Minuten ungefähr mache ich ein bisschen Tomatenmark rein. Dann lasse ich es nochmal so 4 Minuten kochen. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann ich versuche halt, dass das Wasser von selbst einfach verdampft und dann daraus halt so eine Soße entsteht. Also mega simpel, geht auch relativ schnell. Also läuft mega nice und gute Nährwerte. Ich gebe mir das jetzt. Läuft.
Ich wollte nochmal auf ein, zwei Kommentare eingehen, weil ich letztens einen Kommentar bekommen habe, dass ich meine Community nicht aus den Augen verlieren soll oder so. Den Bezug zu der Community soll ich nicht verlieren und auch mal antworten soll. Und das mache ich meistens in Videoform. Und das war zufällig in dem Video sogar, dass ich mal einen Kommentar beantwortet hatte. Aber ja, das mache ich häufiger, dass ich einfach mal Kommentare so, ohne sie immer einzublenden oder jetzt mein Handy so am Start zu haben, beantworte ich eigentlich immer die Fragen, die mir so im Kopf geblieben sind oder die halt relativ häufig gestellt wurden. Da wollte ich nochmal auf zwei Fragen eingehen. Einmal, warum ich so eine Pausezeit von 4 Minuten mache, das hat sich immer noch nicht erklärt. Nach dem Satz Kreuzheben hat sich das mal gezeigt, dass ich 4 Minuten Pause mache. 4 Minuten finde ich jetzt auch gar nicht so lang. Ich habe auch mal 5 bis 6 Minuten gemacht zwischen den schweren Sätzen. Einfach aus dem Grund, da es mir darum geht, das Gewicht zu schaffen und mich zu steigern. Da mache ich 5 Minuten Pause. Wenn ich schaffe, dann habe ich es geschafft. Wenn nicht, mache ich auch länger Pause, bis ich mich bereit fühle, weil das primäre Ziel bei mir halt das Gewicht war in dem Training. Deshalb würde es ja auch schon ein Fortschritt sein, wenn man weniger Pause braucht als eine Woche davor. Wenn man 100 Kilo um 5x5 immer mit 5 Minuten Pause zwischen den Sätzen schafft und dann nächstes Training nur 4 Minuten braucht, wäre das auch schon ein Fortschritt. Also das machen ja auch einige, halt Pausezeiten aufschreiben und danach halt gehen. Ich wollte halt einfach nur die Zeit messen, so wie lange ich für die Pause so brauche. Aber natürlich hatte ich auch mal ein, zwei Sätze, wo ich länger Pause gemacht habe, damit ich mich einfach nochmal, sag ich mal, nochmal ein bisschen erholen kann vom Satz davor. Ganz entspannt, immer so 4 bis 6 Minuten. Und da ich vorhin ein Rezept genannt habe, werde ich noch ein Rezept nennen. Wie ich meine Pancakes gemacht habe, ja, die sahen halt geiler aus, als sie eigentlich waren. Also die waren geil, aber die waren nicht so geil zubereitet. Die waren halt extrem Freestyle zubereitet. Einfach einen Mixer genommen, Instant Oats rein, Whey rein, ein Ei rein, bisschen Magerquark, damit es so fluffig wird. Und dann alles gemixt. Warum ein Mixer? Einfach, weil ich keinen Bock hatte zu rühren. Und dann hatte ich halt eine Masse, beziehungsweise eine flüssige Masse. Und habe das dann einfach mit Kokosfett in der Pfanne angebraten. Der erste wurde komplett nichts, der zweite wurde ein bisschen besser. Der dritte, vierte und sowas, die wurden dann halt richtig wie Pancakes. Mega entspannte Sache, kann ich nur empfehlen, einfach mal ausprobieren, einfach so im Mixer, so eine flüssige Masse und dann einfach immer kleine Pancakes draus machen. Läuft. Genug gelabert für heute, damit beende ich jetzt auch das Video. Morgen geht's weiter mit einem Vlog. Eigentlich wollte ich auch mal wieder am Wochenende mit Amir filmen, aber da ich aktuell jeden Tag Vlogs bringe, passt es irgendwie gar nicht rein. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt bald auch mal wieder Wochenende mit Amir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sag wie immer nicht, gebt dem Daumen ein Video nach oben, sondern macht was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Und auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. 4000 Abos, Special, vielleicht bald. Nein, doch, nein, vielleicht. Bis zum nächsten Video. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad.